Hallihallo, Löchen, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Auf der Suche nach Hundi. Und so, dann kann ich mich hier wieder nach oben setzen und weitersuchen. Irgendwo muss ich was finden. Ich finde Schafe, viele Pferde. Wie viele Pferde ich jetzt schon gesehen habe. Aber kein Hundi. Das finde ich blöd. Das finde ich blöd. Wirklich blöd. Ich brauche doch nur einen kleinen Hundi. Nur einen. Komm, das sind Kühe. Vielleicht habe ich auch mittlerweile schon einen übersehen. Sie schaut irgendwie so künstlich aus, dieses Biom. Jo, da ist auch nichts. Da ist nichts. Ist hier vielleicht was? Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Bin jetzt einfach mal da hier irgendwie entlang geflogen. Ich teleportiere mich jetzt mal hier hin und fliege von hier aus zurück nach Hause. Mal schauen, ob ich da irgendwas finde. Das Schneebiom hier kann ich noch durchsuchen. Ich weiß, im normalen Minecraft ohne Mod bin ich hier mal auf einen Wolf gestoßen. Muss jetzt aber nicht heißen, dass in diesem Mod-Paket hier auch welche spawnen. Einfach mal hier entlang fliegen. Oben ist mal wieder eine Slime-Insel. Irgendwo müssen welche sein. Irgendwo bestimmt. Ich habe hier auch diese Zunge eines Hundes in irgendeiner Truhe mal gefunden. So, ist hier... Nein. So viele Schafe, da fehlen doch die Wölfe. Ich meine, was machen denn die ganzen Schafe ohne Wölfe? Das ist doch langweilig da. Nee, da sind zwei Witch. Zwei Zauberer. Die brauche ich jetzt dann nicht. Ich kann auch hier rüberschauen. Das schaut geil aus. Was sind denn hier für Pflanzen? Lavendel. Das schaut echt geil aus, muss ich sagen. Aber es gibt hier so viele schöne Biome, da weiß man teilweise gar nicht, wo man seine Basis bauen soll. Oh. Nein, kein Wolf. Irgendwo musste hier ein Wolf sein. Na, bei so einem dichten Wald kann ich auch schlecht irgendwas sehen. Ist auch wieder blöd. So, jetzt habe ich das Ding wieder auf. Keine Ahnung, wieso das teilweise wegbackt. Wolfi, komm, ich brauche nur deine Zunge, dann kannst du auch wieder gehen. Theoretisch will ich dich hier eigentlich einsperren. Dich vervielfältigen. Ich frage mich zwar immer noch, wie das funktioniert, aber es ist Minecraft, da stelle ich nicht allzu viel Fragen. Nein, 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 nein. Einfach mal wieder weiterfliegen hier. Vielleicht gibt es auch was in der Nähe vom Dorf. Könnte theoretisch sein. Ich habe ja immer noch die Vermutung, dass ich irgendwann mal was gefunden habe. Jetzt nicht mehr weiß, wo das ist. Hier diesen größeren Wald. Schweine, Schafe. Was ich hier teilweise für Tiere finde. Aber die habe ich alle schon. Alles finde ich, nur nicht das, was ich brauche. Hm,
Nee, nee, nee. Wo ist denn das Dorf? Fliege ich hier noch aufs Dorf zu? Nein, überhaupt nicht mehr. Dann teleportiere ich. Ich wollte das doch nicht wiederherstellen. Mann. Ich wollte mich zum Dorf teleportieren. Jedes Mal klicke ich hier auf Ärger. So. Jetzt lade bitte alles rein. Danke. Haben sich hier jetzt auch die Kisten wieder zurückgesetzt? Dann müsste ich jetzt noch wissen, wo die Kisten waren. Irgendwo war hier eine Kiste. Hut Jeremy. Okay. Hallo, Hut Jeremy. So. Au. Habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Das hier müsste die Schmiede sein, oder ja. Ne, Kisten haben sich nicht zurückgesetzt, das ist gut. Ah, wo noch irgendwas? Da geht's runter. Ach nee, da ist eine Kiste. Habe ich auch schon gelootet. Ich wollte ja hier eigentlich eher Wölfe suchen. Die Frage ist nur, ob wir hier irgendwas finden. Bist du hier eine normale Witch? Coven Witch. Du bist nicht unterrichtet in der Kunst. Danke. Da solltest du mich doch unterrichten. So, gibt's hier noch irgendwo Wölfe, Wölfe, Wölfe? Einen. Es kann doch nicht sein, dass ich hier seit 2 Folgen rumfliege und einen Wolf suche. Nur einen. Na, anscheinend gibt's das schon. Nicht, dann muss ich googeln. Googeln, wie man hier an Wölfe kommt. Das ist auch gut. Wir sind jetzt hier aber in der Nähe von daheim. Das heißt, ich kann mir mal mein anderes Safari-Netz gleich bauen. Und hier daheim die Endermänner spawnen lassen für die Enderperlen. Das heißt, Endermänner sind es ja nicht. Es sind diese Kreaturen. Deswegen muss ich auch mal wieder wegmachen. Ich hatte hier doch, genau. Diamantaxt. Ich will jetzt da nicht mit der großen ran, wobei ich die große jetzt momentan eh noch nicht benutzen kann. Weil die noch kaputt ist. So, dann setzen wir dich hier mal da rein. Wo bist du? Da bist du. Theoretisch müsste es mir dann hier die ganzen Leute spawnen und da ihr eh dumm seid, könnt ihr euch auch nicht wegteleportieren. Du hast mir... Nein, exakte Kopie, exakte Kopie. Ich brauche keine Slimebälle. Wieso hat er mir die Slimebell-Dinger hier gespawnt? Brauche ich doch nicht. Brauche ich doch nicht. So, hier wieder weg. Ja, genau, davon brauche ich welche. Sind so dumm, dass sie nicht davonlaufen und geben Enderperlen. Es ist gut. Davon kann ich ein paar verwenden. So, hier ist jetzt wieder offen. Mob-Essenz ist hier noch drinnen. Ist noch in der Leitung, müsste theoretisch reichen. Dann kann ich hier jetzt schon mal mir meine neue Dings hier bauen. Dafür brauche ich aber noch eine Gasträne. Da ist eine. Submit. 1, 2, 3, 4. Und Gasträne in die Mitte. So. Passt wunderbar. Dann hier wieder das ganze Zeug hier einlagern. Alles, was ich jetzt hier mal nicht brauche, Slimebälle sind wichtig, die kommen hier runter. Belladonna, Hint of Rebirth. Ein Drake, wobei ich wollte doch damit was craften, oder? Ja, ich glaube, ich wollte Mutandis craften. Craften wir Mutandis, craften wir Mutandis.
Oder wie ging denn Mutandis nochmal? Jetzt laufen wir nicht hier vor der Nase rum. Bone Meal brauchte ich dazu. Ein Ei. Eier müsste ich theoretisch noch haben und sehr viele bekommen, wenn ich hier unten reinfliege. Ich bekomme hier kein Ei? Seid ihr für Hühner? Müsste aber noch welche haben. Kaktusgrün ist auf jeden Fall hier. So, den Mandgarten können wir hier mal lassen. Da sind Eier. Jo. Dann. Ne, das ist in die Bücher. Wind of Rebirth. Ei, Mandrake, Wood Ash, dann Kaktusgrün und das andere weiß ich nicht mehr. Was war denn das? Ich will mich daran erinnern. Aber das wird nicht funktionieren. Bone Meal, ich hab's ohne was nachzuschauen. Yeah, Bone Meal. Haben wir Knochen? Irgendwo? Bone Meal? Kann ich nicht den Kopf hier irgendwie durch? Genau. Das ist gut. So, Mutandis. Dann brauche ich Mutandis Extremis. Das ist eine Netherwarze. Wieso hast du das hier jetzt wieder beendet? Nether. Eine. Eine Netherwarze. Und das Mutandis außenrum. So, achtmal Mutandis Extremis. Dann haben wir das hier schon mal. Dann brauchen wir dieses Refined Evil. Dafür brauchen wir... einen Diamanten. Ich weiß, wie man einen Diamanten herstellt. Oil of Vitriol, Full Fume, Quicklime. Wie war denn Quicklime? Wood Ash. Einfach nur ins Crafting Feld. Ja. Okay. Das ist gut, denke ich. Na komm, die 10 hier können wir auch noch durchhauen. Fuel Fume müsste ich welches haben. Also hier hinter mit Fuel Fume und Quicklime. So, nee, nicht da. Da drin. Fuel Fume. Ich brauche wieder diese Dinge hier. Ich mache hier mal kurz frei. Dann müsste ich jetzt theoretisch einige Enderperlen bekommen. Zieht das Ding so viel Energie? Nein. Wieso ziehst du so viel Energie? Hilfe. So. Da und da noch. Jetzt habe ich 8 Enderperlen. Die müssten hier jetzt erstmal reichen. Clay. Habe ich noch irgendwo Clay hier? Nee. Nisch. Ja, muss ich dann später mal ins Biom schauen. Ich will aber noch schnell dieses eine hier fertig machen. Das heißt, ich nehme mir hier die raus. So, Quicklime. Irgendwas fehlt dir. Destillerie, ja. Da hast Quicklime, da hast eine Clayjar und du hast Fuel Fume. Brauchst du hier auch wieder sowas nach unten? Müssen wir mal schauen. So. Und hier dann die hier reingesetzt. Wie machen wir denn das hier am besten? Nein, ich wollte dich doch nicht weghauen. Ja, geht so auch.
Kessel. Dann brauche ich hier noch. Okay, Feuerzeug habe ich da. Nether. Einmal Netherrack. Nicht zwei, einmal. Wieso hast du jetzt wieder doppelt geklickt, hä? Blöde Maus. Das hier ist das, was ich mich jetzt momentan frage, ob ich dich hier anzünden muss. Distillery. Nee, irgendwas fehlt hier noch. Wie funktioniert denn die Distillery? Witchery Mod, Wikipedia, Distillery. So, ja. Rezepte, ja, 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 ja. Wie man sie craftet, okay. Naja, das ist schon klar. Ja. Was heißt denn das hier? Ein Altar muss in der Nähe sein. Sagt's doch. Das heißt, es hat hier jetzt nichts damit zu tun, sondern du kommst hier mal mit. Dann heißt, ich brauche dich hier. Und ich muss dich in die Nähe von einem Altar stellen. Deswegen hast du nicht funktioniert, hä? Kleine blöde Distille. So, da unten ist mein Altar. Dann, wenn ich dich jetzt hier auf dieselbe Ebene stellen, müsste es theoretisch funktionieren, oder? Ja, jetzt geht auch dieses Ding hier weg. Fume, Quicklime, Clayjar. Und es funktioniert. Gut. Es ist schön, wenn man eine Wikipedia-Seite hier hört. Das heißt, ich kann hier drüben wieder mal zurückbauen. Entschuldigung, war nicht so gedacht. War geplant. So, Marble. Und dich hier. Darüber. Wasser habe ich hier auch noch. Und zu. Dann kann ich dich jetzt wieder anzünden. Und den Kessel draufsetzen. Entschuldigung. Was brauche ich denn jetzt noch dafür? Diamond Vapor. Dafür brauche ich noch dieses Oil of Vitriol. Und einen Diamanten. Diamanten müsste ich hier auch noch irgendwo haben. Ah, da unten sind sie. Jo. Ich will jetzt diesen Altarkelch da fertig machen. Das will ich jetzt noch in dieser Folge machen. So, und das müsste ich theoretisch auch schaffen. Ja, komm. Hau dich durch. Gut. Dann brauche ich hier das hier. Und Diamanten sind hier. Gut. Und als nächstes brauche ich dann das mit Gasttränen. Sollte ich auch hinbekommen? Wieso stehst du die ganze Zeit hier im Weg? Gasträne. Eine müsste reichen. Jo. Hier unten. Und bist du fertig? Ja. Diamond Vapor. Ich habe keine Clayjar mehr. Was kann ich denn hier jetzt noch wegschmeißen? Die Dinger hier. Ich brauche noch Clayjars, Mann. Clay, 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 Clay. Ist hier noch irgendwo Clay zufällig, wo ich hier gerade daheim bin?
muss ich mal was reinhauen. Excavator habe ich. Was zu essen brauche ich auch noch kurz. Nee, das ist alles Limestone und so. Irgendwo muss ich jetzt noch schnell Clay herbekommen. Da ist Clay. Ich will das jetzt noch fertig. Es wird hier gleich durchgebrannt mit meinem blöden Ding hier. Mann. Ich bekomme Schaden, weil ich verdurste oder hier Dings mache. Ihr wisst schon, was ich meine. Verdurste. Na genau. Keine Luft mehr bekommen. Ertrinken. Genau, so heißt es. Ertrinken. Ist hier irgendwas noch dabei? Clay noch so ein bisschen. Sand. Nee, dann schaue ich mal, wie weit ich jetzt mit diesen 12 hier komme. Dürfte theoretisch noch ein bisschen weitermachen können mit den Clay Jars. So, hier. Und ich dachte, die waren so Clay Jar. Ah, okay. So. Dann hier. Dann durchgeschmolzen. Nee, fertig hier habe ich ja noch nicht. Komm los, beeil dich. Wir sind schon über 20 Minuten. Komm. Zwei besser als keine. Du kannst hier jetzt noch arbeiten. So, und noch hinten. Zu langsam. So. Clayjar, dann brauche ich hier Diamond Vapor und Gasträne. Andersrum? Nee, wie war denn das jetzt nochmal? Diamond Vapor? Es fehlt mir noch eine Clayjar, ist das dein Ernst? Ist das dein blöder Ernst? Ich habe jetzt keinen Bock hier auf das Ding. Auf die Scheibe. Blöde Scheibe. Ich ersetz dich mal irgendwann, wenn ich Lust hab. So. Jetzt dürftest du funktionieren. Ja, danke. Ich brauch doch nur hier dieses Ding dafür. Refined Evil. Und dann kann ich... Wofür brauchte ich das denn? Drop of Luck, genau. Wasserflasche. Da machen wir dann aber das nächste Mal weiter. Ich will jetzt hier nur noch dieses Refined Evil haben. Los. So, die hier kriegst du noch. Danke. Wir haben jetzt unser Refined Evil. Das ist schön. Haben noch ein paar andere Dinge hier jetzt von Witchery. Die setzen wir hier mal alle schön in die Truhe rein, damit wir auch sehen können, was wir hier überhaupt haben. Jo, dat. Die hier kommt drüben rein. Glimpse ist noch von Witchery. So, haben wir doch schon hier ein bisschen was. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bei dieser überlangen Folge war so eigentlich jetzt nicht geplant. Das nächste Mal machen wir weiter und holen uns dann endlich diese Redstone-Suppe. Deswegen bis zum nächsten Mal und ciao.